Harry sagt Hallo und guten Morgen mit dem aktuellen Wetter und dem dazu passenden ausführlichen Video. Morgenstimmung an der Tschalka vor dem Sonnenaufgang. Uhr und 22 Grad. Ja, das ist für mich der schönste Moment oder die schönste Zeit des Tages. Kurz vor und nach dem Sonnenaufgang. Heute am 9. September 2023. Mal sehen, was wir für Wellen haben heute. Ich höre auf jeden Fall was. Ja, und da wird es sichtbar, das Wolkenband, das man erst erkennt, wenn man auch wirklich hier ist. Das sehe ich natürlich nicht, wenn ich von zu Hause wegfahre. Jetzt kommt es darauf an, wie dicht das ist und was die Sonne und ob es die Sonne dann eben durchlässt. Ja, hier fehlt ein bisschen Wasser in unserer Tschalka, aber das soll ja in den nächsten Tagen zulaufen. 7.33 Uhr und hier haben wir 23 Grad. So, und das sind die ersten Eindrücke hier heute vom Strand. Da oben brennt noch Licht. Ja, an dieser Stelle recht herzlichen Dank für die zahlreichen Besucher gestern am Faro. Hat wieder viel Spaß gemacht. Fragen beantwortet, Fragen gestellt und vor allen Dingen nettes Beisammensein. Und dafür bedanke ich mich recht herzlich. Ja, diese sogenannten Pinowellen, die lassen doch auf sich warten. Das sind sie jedenfalls nicht. Dann kommen wir auch gleich zu den Wetterdaten. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit bis zum Sonnenaufgang. Der ist nämlich um 7.43 Uhr, also so in 9 Minuten etwa. Sonnenuntergang ist 20.13 Uhr. Zu den Gezeiten. Wir haben zulaufendes Wasser jetzt. Hochwasser ist um 10.27 Uhr und Niedrigwasser ist um 17.04 Uhr. Ja, das Wasser, das ist also nicht besonders unruhig, sage ich mal. Eher vergleiche ich es wieder mit einem glatten See. So, jetzt kommt hier auch schon ein bisschen Farbe. Jetzt geht es erstmal hier in diese Richtung.
So, auf dem Weg zur Punta sieht man schon das erste Sonnenlicht. So, da spitzt sie durch, beziehungsweise vorbei an der Düne. Mit ein bisschen Zeitverzögerung seid ihr ja fast live mit dabei. Ja, ihr seht das Wolkenband, obligatorisch Richtung Las Palmas, immer mehr oder weniger vorhanden. Aber das ist auch nicht so schlimm, denn jetzt haben wir hier mit ein paar Minuten Verspätung den Sonnenaufgang am Strand von Maspalomas. So, und am Ende des Videos gibt es dann auch wieder ein Zitat oder einen Spruch. Ja, ich habe ja angefragt, es kamen auch einige Vorschläge, aber das meiste waren dann doch Gedichte. Nein, es soll einen Spruch sein oder geben. Mal schauen, ob da auch noch ein paar Vorschläge kommen. Oder Zitate. So, und jetzt sind wir erstmal hier bei meinem Zitat. Für mich der schönste Moment des Tages. An einer der schönsten Stellen, die ich mir vorstellen kann. So, ich schaue gerade mal in die andere Richtung. Machen wir auch gleich. Ja, das ist jetzt vom Wasser aus betrachtet ja, kann es denn schöner sein? Und gerade das Zusammenspiel hier mit den Wellen, den Licht, die Spiegelung. Ja, auch wenn ich mir die Wasserkante so anschaue, Hochwasser, da war nicht viel Wasser oben oder es war nicht weit oben. Also schätze ich mal, dass es mit den Pinowellen noch ein paar Tage dauert. Ja, ein Video kommt noch von Conny Canarias mit dem Hotel Rio Gran Canaria, die schönsten Eindrücke zusammengestellt. Und
am Sonntag, spätestens am Montag, gibt es dann auch das erste von mir. Ja, ich bin dann schon wieder versucht, nachher auf die Düne zu gehen, weil so ein schönes Wetter sich ankündigt. Und das sieht bestimmt da von da oben auch sehr gut aus. Obwohl, ich könnte ja auch einmal auf eine andere Düne gehen. Schauen wir mal. Also hier ist der Sand nass rechts, jetzt hier links, wo ich laufe, alles trocken. Also da fehlt noch ein bisschen, bis das in die Schalke einläuft. Ich muss auch mal zwischendrin wieder Fotos machen. Ich brauche ja immer die Titelbilder. Und ja, gerade bei dem Licht jetzt mal das ein oder andere kann ich mir aber auch aus dem Video rausziehen. Ja, gar nicht so ohne. Ja, das ist wohl jetzt auch mit einer der höchsten Dünen hier. So, wir bleiben jetzt auch mal auf dem Punkt jetzt hier und schauen uns mal die Berge an. Und jetzt schwenke ich mal so ganz langsam über Playa de Ingles. So, und jetzt seht ihr auch gleich die Punta, die liegt jetzt genau an dieser Stelle. Und das sind wirklich Leute im Wasser. Ich sehe das ganz genau. Hier am Fahnenmast ein bisschen rechts, sollte man nicht tun. Ja, und jetzt könnt ihr erst mal sehen, wie glatt das Wasser eigentlich ist, wenn ich jetzt hier so langsam rüberschwenke. Und das Ganze machen wir dann nochmal mit normalem Objektiv. Ja, auch das Hotel hier wieder, das Faro mit den beleuchteten Fenstern. So, das war jetzt die 360 Grad Rundumsicht. Nochmals zu erwähnen hier der Monte Leon. Und jetzt schauen wir uns das Ganze nochmal so an.
So, das war's jetzt fast mit dem schönsten Blick hier. Ein paar Meter über dem Meeresspiegel. Ja, und das ist doch wieder ein besonderer Blick jetzt hier. Ja, ganz schön viel Wasser hier außen rum. Wenn man das so betrachtet und jetzt ins Hinterland schaut, dann sieht man erstmal oder merkt man, wie klein dieser Punkt hier eigentlich ist. So, ja, das war wieder ein Erlebnis. Und jetzt bin ich wieder fast mit den Füßen im Wasser. Ja, heute werde ich nicht mit der Kamera ins Wasser gehen, nein. Gestern war es ja soweit. Gegen Ende des Videos war die Versuchung zu groß. Ja, heute Morgen kam ja der kleine Beitrag über das Einkaufszentrum Centro Comercial Atlantico. War auch gestern wieder die Frage, Busfahren, wohin, wenn man mal ein paar Stunden was anderes sehen möchte. Also eine Empfehlung wieder des Zentrums. Da ist von allem ein bisschen was. Aber man kann auch ins Zentrum hier nach Tablero fahren. Das ist ein bisschen kleiner, gibt aber auch einen Supermarkt und man kann es mit dem Taxi machen, vielleicht sogar zu Fuß vom Sonnenland
Das ist kein Thema. Und auch die Bestätigung wieder Gäste, die dann mit dem Bus fahren hier nach San Agustin bzw. woanders hin. Auch vom Preis her alles günstig. Mehr gibt es dazu in der Realität. Ja, auch schön der Blick jetzt hier, immer noch die Spiegelung im Wasser. Mittendrin statt nur dabei. Ein paar kleine Steine hier, aber ansonsten kann man gut laufen. Ja, das Wetter unterwegs, das ist mehr wie das Wetter, das sind die Eindrücke hier. Das ist das Gesamtbild der Morgen am Strand. Wie sieht's aus? Lohnt sich's aufzustehen? Kann man eventuell das Frühstück später nehmen? Ist das Frühstück überhaupt so wichtig? Ja, die wichtigste Mahlzeit des Tages. Ja, gut, für den einen und der andere hat da eben andere Vorstellungen. Oder es kommt auch ja drauf an, was man nach dem Frühstück macht, beziehungsweise nach dem Aufstehen. Wenn man körperlich schwer arbeiten muss, ist das selbstverständlich, dass man Kraft und Energie braucht. Ja, auch die Formation, die Wolken, das Zusammenspiel Himmel, Wolken, Farben, Sonne. Das gibt immer das besondere Bild.
Oh, da hat gerade was rausgesehen aus dem Wasser. Da vorne an dieser Stelle. Aber ich war leider zu spät. Hier etwa. Hier an dieser Stelle. Vielleicht sieht man jetzt was in der Welle. Nein. Ja, wer weiß, was das war. So, nochmal der Blick hier jetzt zurück. Und hier sammeln sich gerade wieder Tauben und Möwen. Hier sind die Möwen. Die Tauben kreisen noch. Oder sind es alles Möwen? Ich kann es gar nicht. Nee, das eine sind Tauben. Die sind jetzt dahinter in der zweiten Reihe. So, ich habe auch hier zwei Fische liegen sehen. Es kommt bestimmt wieder der Zeitpunkt, wo sie dann versuchen, diese Fische dann auch zu verspeisen. Ja, das ist jetzt wieder ein Licht. Und Farben. Ich nehme mal an, dass ich heute wieder ein bisschen unterwegs sein werde. In der Realität vielleicht zwei Teile, einmal unterwegs und dann vielleicht noch mal am Strand. Ja, es ist wieder ganz ruhig, das Wasser. Ihr hört es ja selber. Eine Welle. Und dann ist Ruhe. Ja, da möchte ich mich auch langsam schon wieder jetzt hier vom Strand verabschieden. Jetzt kommt ja noch unser Spruch, unser Zitat. Ja, ich habe da so eine Sammlung und da schaue ich dann da ab und zu mal rein und sind ganz interessante Sachen. Zum Beispiel heute: Wenn du eine hilfreichende Hand suchst, findest du sie am unteren Ende des Armes. Ja, da gibt es ja auch den Spruch: Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. So, und das war's dann auch wieder für uns heute hier
am Strand. Und ich sage jetzt schon mal vielen Dank fürs Dabeisein und bis später vielleicht zur Realität oder zum aktuellen Wetter morgen. Bis dann, hasta luego.